möchte mit meiner Mannschaft dorthin fahren, nicht einfach nur um teilzunehmen, sondern um am Ende den Pokal hochzuhalten. Man fährt zu einem internationalen Großturnier und hat die Chance, sich mit den Besten der Welt zu messen. Es ist auf jeden Fall auch eine mentale Sache bei der Intensität, die wir während den Turnieren haben. Man probiert die Fehler, die man gemacht hat, nochmal im Kopf durchzugehen und probiert sich dann so schnell wie möglich wieder aufs nächste Spiel zu konzentrieren. Diese Situation im Kopf zu haben, am Ende ganz oben auf dem Podest zu stehen, dafür trainiert man und dafür nimmt man viele Dinge in Kauf, schiebt andere Dinge zur Seite und quält sich dafür.